30. April 2014 wurde die neu gestaltete Schatzkammer Gurk feierlich eröffnet. Wir haben mit Diözesankonservator Dr. Eduard Malknecht, dem wissenschaftlichen Leiter des neuen Diözesanmuseums, einen Blick in die Sammlung geworfen. Dort findet der Besucher in 10 Ausstellungsräumen insgesamt 275 sakrale Kostbarkeiten aus den stilprägenden Epochen Romanik, Gotik, Renaissance und Barock. Als Besonderheit vielleicht kann man zu den aufgereihten Räumen sagen, dass zu ihnen auch eine Kapelle gehört, ein echter Sakralraum. Und was kann man sich Besseres für ein Diözesanmuseum bzw. für eine Schatzkammer Gurk wünschen? In dieser Kapelle ist außerhalb der Fastenzeit das Fastentuch untergebracht. Und zwar in einer Art und Weise, dass es gut besichtigt werden kann. Mit der Übersiedlung des Diözesanmuseums als Schatzkammer nach Gurk hat sich die gute Möglichkeit gegeben, das Museum nach neuen Gesichtspunkten zu ordnen. Und zwar nach stilistischen Kriterien, also von der Romanik bis zum Barock, aber auch nach inhaltlichen Kriterien, wie etwa Geburt Christi, Leben Mariens, Passion bis hin zur Auferstehung und natürlich auch stilistische Kriterien zu berücksichtigen, wie es gibt einen Renaissance-Raum, es gibt einen Barock-Raum und es gibt einen Raum der Volksfrömmigkeit. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, besonders hier in Gurk, wo die heilige Hemma verehrt wird. Die Highlights sind natürlich auch jene, die es auch schon im Diözesanmuseum waren. Das ist der Höllainer Kruzifixus von ca. 1180 oder die Magdalenenscheibe, die älteste Glasmalerei des deutschen Sprachraumes aus der Zeit um 1170, aus der Romanik. Natürlich gibt es viele weitere Highlights, wie den ältest erhalten gebliebenen gotischen Flügelaltar aus Rangersdorf und den Petrus- und Paulus-Altar auch genannt und viele, 4 weitere Flügelaltäre, viel gotische Statuen von hohem Rang. Und ich möchte nur als ein Paradebeispiel die Statue des heiligen Georg von Sternberg erwähnen. Und natürlich gibt es die Kreuzigung von Innernöring als ein berühmtes Stück oder die Kreuzigung von Hoch-St. Paul, beides Tafelbilder. Ein ganz besonderes Stück, das hinter mir steht, ist die Geburt Christi aus St. Ruprecht bei Villach, eines der beliebtesten Weihnachtsmotive auf Weihnachtsbilets, die in Kärnten ausgesendet werden. Und es stammt aus der späten Villacher Werkstatt und schildert besonders erzählfreudig das Weihnachtsgeschehen.